Der Brunnen funktioniert auch nimmer. Medigel kann man bestimmt gebrauchen, diesmal. Ach, immer noch geht. Was wäre was wo? Ihr seid nur Schützen, ihr habt keine Chance. Warte mal, da hinten ist noch einer. Da. Noch ein Schütze. Er hat seine Verteidigung aus Schützen gebaut. Oh. Ich korrigiere mich. Da ist, sind noch ein paar andere. Da drüben. Gibt's noch jemanden? Nö. Anscheinend nicht. Das ist doch wunderbar. Dann kommen wir mal zu Saren. Langsam muss es doch mal zu einem Ende kommen. Die Jagd ist beendet. Oh yeah. Nein, Saren, tu's nicht. Hm, wo ist er hin? Aufpassen! Grenade! Oh, Zeit für den Showdown. Ich hatte befürchtet, dass wir es nicht rechtzeitig schaffen, Shepard! Rechtzeitig wofür? Die letzte Konfrontation! Wir haben doch beide mit so einem Ende gerechnet! Eigentlich nicht. Sie haben verloren, das wissen Sie doch, oder? In wenigen Minuten hat die Sovereign die Kontrolle über alle Systeme der Zitadelle. Das Portal wird sich öffnen. Die Reaper werden zurückkehren. Ich habe noch einige Asse im Ärmel. Sie haben unsere Begegnung auf Wormaya überlebt. Aber ich habe mich verändert, mich verbessert. Die Sovereign hat mich mit Upgrades ausgestattet. Mit Upgrades? Sie hat dich indoktriniert. Sie haben ein Sovereign-Implantat? Sind Sie verrückt? Ich sollte Ihnen wohl danken, Shepard. Nach Wormaya musste ich immer an das denken, was Sie gesagt haben. Dass mich die Sovereign manipuliert, mich indoktriniert. Ja. Die Zweifel begannen an mir zu nagen. Die Sovereign spürte mein Zögern und ich bekam ein Implantat, um meine Entschlossenheit zu Er wurde indoktriniert. Nun habe ich keine Zweifel mehr. Ich glaube an die Sovereign. Ich verstehe, dass die Reaper organische benötigen. Schließen Sie sich uns an, dann findet die Sovereign auch einen Platz für Sie. Die Sovereign kontrolliert Sie durch die Implantate. Erkennen Sie das denn nicht? Die Beziehung ist symbiotisch. Organe und Maschine verbinden sich zu einer Einheit von Fleisch und Stahl. Die Stärken beider bleiben, die Schwächen verschwinden. Ich bin eine Vision der Zukunft, Shepard. Die Evolution allen organischen Lebens. Das ist unser Schicksal. Schließen Sie sich der Sovereign an und erleben Sie Ihre Wiedergeburt. Ach, ich habe eine vorbildliche Möglichkeit. Die Sovereign hat noch nicht gewonnen. Ich kann verhindern, dass sie die Kontrolle über die Station übernimmt. Treten Sie zur Seite, dann wird die Invasion nie geschehen. Wir können sie nicht aufhalten. Nicht auf Dauer. Sie haben die Visionen gesehen. Sie haben gesehen, was aus den Proteanern geworden ist. Die Reaper sind zu mächtig. Ja, weiter vorbildlich draufhauen. Einem Teil von ihnen muss doch klar sein, dass das falsch ist. Sie können dagegen ankämpfen. Vielleicht haben sie recht. Vielleicht gibt es noch eine Chance für... Die Implantate! Die Sovereign ist zu stark. Tut mir leid. Es ist zu spät für mich. Es ist nie zu spät. Ja, das stimmt. Es ist noch nicht vorüber. Sie können das noch wieder gut machen. Leben Sie wohl, Shepard. Vielen Dank. Wow. Lol. Ist das jetzt das Ende?
Okay. Habe ich ihn überzeugt? Lol. Ja, dann speichern wir nochmal. Es kommt noch, nämlich noch keine Cutscene. Beenden wir das. Vigils Datei hat funktioniert. Ich habe die Kontrolle über alle Systeme. Schnell, öffnen Sie die Arme der Station. Vielleicht kann die Flotte die Sovereign erledigen. Versuchen Sie, einen Kommunikationskanal zu öffnen. Die Destiny Ascension. Hauptantrieb offline. Kinetische Barriere um 40% gesunken. Der Rat ist an Bord. Ich wiederhole. Der Rat ist an Bord. Ui. Normandy an die Zitadelle. Normandy an die Zitadelle. Bitte sagen Sie mir, dass Sie das sind, Commander. Oh yeah. Ich bin hier, Joker. Wir haben den Notruf empfangen, Commander. Ich bin hier bei der ganzen Arcturus-Flotte im Andura-Sektor. Wir können die Ascension retten. Öffnen Sie einfach das Portal an der Zitadelle, dann schicken wir die Kavallerie rein. Sind Sie sich da wirklich sicher, Shepard? Wenn wir unsere Flotte jetzt reinschicken, werden die Verluste unter den Menschen hoch sein. Dies ist wichtiger als die Menschheit. Die Sovereign ist eine Gefahr für jede organische Spezies der Galaxis. Stimmt. Darum dürfen Sie keine Verstärkung opfern, um den Rat zu retten. Sie müssen sie zurückhalten, bis sich die Arme der Zitadelle öffnen und die Flotte der Menschen der Sovereign folgen kann. Wie lautet der Plan, Commander? Sollen wir reinkommen, um die Ascension zu retten oder uns zurückhalten? Nee, retten Sie den Rat und vernichten Sie die Sovereign. Öffnen Sie die Portale, Joker. Wir müssen die Ascension retten, um jeden Preis. Hoffentlich weiß der Rat das zu schätzen. Oh ja, das hoffe ich mal auch. Allianzschiffe reinfliegen. Rettet die Destiny Ascension. Commander, wir kriegen Verstärkung. Es ist die Allianz. Der Göttin sei Dank. Oh, Joker. Deine große Stunde ist geschlagen. Destiny Ascension, Sie sind gerettet. Ich wiederhole, Sie sind gerettet. Die Zitadelle öffnet sich. Alle Schiffe reinfliegen. Konzentriert euch auf die Sovereign. Oh yeah. Oh, ich hab voll den Schauer. So ein schönes Kribbeln. Ja, Saren ist erledigt. Tja. Sehen Sie nach, ob er tot ist. Lol, der hat einen Headshot. Ich bin Sovereign und diese Station gehört mir. Okay, wo bist du? Du bist dort oben. Okay, dann. Garrus, hier hin. Tali? Hier. Wobei, Tali, hier hin. Oh, oder vielleicht nicht?
Boah, der Schutzschilde. Bleib stehen. Ah, das Schild ist weg. Schießt weiter drauf, genau. Ach, meine Überhitzung, verflucht. Explodiergranate. Wo ist er jetzt? Tali hat's erwischt. Nein! Ich brauch dich, Tali. Aufstehen. Oh, hält der einiges aus, Mensch. Hinter mir. Auf rumzuhüpfen. Oh, was passiert jetzt? Oh, die Sovereign wehrt sich mit einem Laser. Die Sovereign ist zu stark. Wir müssen uns zurückziehen. Negativ. Das ist unsere einzige Chance. Macht das Monster um jeden Preis fertig. Das gilt auch für Sarah. Bleib stehen. Verflucht. Nein, hat wieder Schilde. Elendige. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ah, Tali, Tali, Tali. Tali, ich glaube zwar nicht, dass sie noch wegkommt, aber versuch's. Ansonsten würde ich jetzt gerne ein Medigear nehmen. Oh, gerade so. Wo ist er? Blödes Viech. Drauf. Erledigt seine Schilde. Fähigkeiten sind gerade noch nicht verfügbar, das ist das Problem. Tali! Na, Tali! Auf ihn drauf! Ah, seine Schilde sind wieder da. Schon! Bleib stehen! Du bist vielleicht lästig! Ach, Tali hat's schon wieder umgehauen. Meine Schilde müssen erhöht werden. Nein, er kriegt wieder Schilde. Wo ist er hin? Ach, schon wieder überhitzt. Auf Medigi. Oh, meine Schilde sind wieder da. Alter Schwede, geht da drauf. Komm. Du hältst es nicht mehr lang aus. Sachen geht rauf. Ende.
Nein, überhitzt. Ja! Ja! Ja, ausgezeichnet. Und die Sovereign? Blitze sind normalerweise nichts Gutes. Boah, überall die Trümmer unserer Flotte. Die Schilde sind unten. Das ist unsere Chance. Drauf! Feuert aus allen Rohren. An meine Flanke! Wir fliegen rein! Sehr geil. Los! Oh, die Trümmer. Shepard? Tali? Garrus? Alles in Ordnung? Captain Anderson, wir haben Sie gefunden. Sie sind hier drinnen. Tali und Garrus, sehr gut. Ganz ruhig. Sie sind jetzt in Sicherheit. Wo ist der Commander? Wo ist Shepard? Botschafter? Captain? Commander Shepard? Wir haben uns hier versammelt, um die gewaltigen Anstrengungen der Allianz-Streitkräfte im Krieg gegen die Sovereign und die Gate anzuerkennen. Viele Menschen haben im Kampf ihr Leben verloren, um die Zitadelle zu retten. Tapfere und mutige Soldaten, die ihr Leben bereitwillig hingaben, damit wir, der Rat, überleben konnten. Es gibt kein größeres Opfer und wir teilen die Trauer über den tragischen Verlust so vieler großer Männer und Frauen. Der Rat steht überdies tief in ihrer Schuld, Commander. Wir werden sie nie zurückzahlen können. Abwarten. Sie haben nicht nur unser Leben, sondern auch das von Milliarden anderer vor der Sovereign und den Reapern gerettet. Commander Shepard, ihre heldenhaften und selbstlosen Taten dienen als Symbol für all das, für das die Menschheit und die Allianz stehen. Auch wenn wir diese tapferen Soldaten, die ihr Leben gegeben haben, um das unsere zu retten, nicht zurückholen können, so werden wir ihr Andenken durch unsere Taten in Ehren halten. Die Menschheit hat bewiesen, dass sie bereit ist, als Verteidiger und Beschützer unserer Galaxis aufzutreten. Sie haben ein für alle Mal bewiesen, dass sie es wert sind, in unsere Reihen aufgenommen zu werden und mit uns dem Zitadellrat zu dienen. Botschafter, im Namen der Menschheit und der Allianz danken wir Ihnen für diese Ehre, die wir demütig annehmen. Wir brauchen eine Liste potenzieller Kandidaten für den Sitz der Menschen im Rat. Nach allem, was geschehen ist, wird Ihre Empfehlung sicher viel Gewicht haben, Commander. Unterstützen Sie einen bestimmten Kandidaten? Mit Sicherheit nicht Udina, wenn dann Anderson. Wir brauchen jemanden mit Mut, der für das gerade steht, an das er glaubt.
Jemanden wie Captain Anderson. Wollen Sie mich in Verlegenheit bringen, Shepard? Sind Sie da sicher, Commander? Der Captain ist Soldat, kein Politiker. Sie wähle ich nicht. Auf jeden Fall. Ich hätte lieber den Captain im Rat als jeden Politiker, den ich kenne. Ich halte das für eine gute Wahl. Der Rat würde ihn mit offenen Armen empfangen, wenn er den Posten annimmt. Ich bin geehrt, Ratsherr. Als Vertreter der Menschen werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um den Rat wieder aufzubauen. Die Niederlage der Sovereign steht für den Beginn einer neuen Ära für die Menschheit und den Rat. Oh ja, wir haben noch was zu tun. Fangen Sie noch nicht damit an, sich auf den Rücken zu klopfen. Die Sovereign war nicht allein. Der Rest der Reaper ist immer noch da draußen. Und ich werde einen Weg finden, sie aufzuhalten. Oh yeah, das werde ich. Shepard hat recht. Die Menschheit ist bereit, ihren Teil dazu beizutragen. Vereint mit dem Rest des Rates sind wir stark genug, jede Herausforderung zu bestehen. Wenn die Reaper kommen, müssen wir Seite an Seite stehen. Wir müssen sie vereint bekämpfen. Und gemeinsam werden wir sie zurück in den Orkusnebel treiben. Gute Antrittsrede. Ja, das bin ich. Was ist das? Eine neue Cutscene. Die Gefahr ist noch da draußen. Ja, die Gefahr ist noch da draußen und in Mass Effect 2 wird sie auch weitergehen. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt bei diesem Let's Play. Hoffe, es hat euch insgesamt gefallen. Vielleicht konntet ihr auch ein paar Hinweise oder ein paar Quests sehen, die ihr beim eigenen Spielen vielleicht nicht entdeckt habt oder gemacht habt. Es würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert, aber ist halt kein Muss. Kommentare, Feedback sind immer gern gesehen. Ich will mich schließlich auch verbessern. Ja, und als nächstes kommen erstmal ein paar andere, größere Projekte. Und auf jeden Fall werde ich mit Mass Effect 2 noch weitermachen. Also die Mass Effect Reihe möchte ich auf jeden Fall in der Zukunft zu Ende bringen. Wieder als vorbildlicher Shepard natürlich. Mal schauen, ob man beim Import in Mass Effect 2 seine Klasse ändern kann, weil ich überlege, vielleicht doch nicht unbedingt immer den Soldaten zu spielen. Man weiß es nicht, das kann ich erst sehen, wenn es soweit ist. Ja, ich glaube, die ganzen Namen müssen wir nicht zu Ende schauen, deswegen würde ich sagen, bis demnächst. Ciao!